Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trains the World 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns hier auf der Tees Valley Line und wir kümmern uns heute um das Szenario Tankwagen-Ärger. Eine einfache Fahrt wird erschwert, wenn im Zug ein heißes Achslager entdeckt wird. Wir fahren mit der Class 311FX. Und 45 Minuten soll das Ganze dauern. Wahrscheinlich werden wir jetzt 60 Minuten ungefähr benötigen. 5200 Punkte für die Goldmedaille und 4 von 5 Schwierigkeit. Das Ganze spielt ab und statt am 29.02.2020. Wir starten in Eaglescliff um 9 Uhr. Willkommen in Eaglescliff. Sie haben die Aufgabe, einen Zementzug nach Middlesbrough zu übernehmen. Er sollte in Kürze eintreffen. Ein schöner Start, wo wir hier sind. Da kommt eine einfache. Nur. Ne, okay, das ist ein Zweiergespann. Eine Class 101. Wir können ja einfach schon mal rübergehen, ne? Was sollen wir eh machen? Haben wir hier Müll? Ja, auf jeden Fall ein Zeitungsding. Eine Zeitung können wir wieder platzieren. Interessant, dass hier auch Müll rumliegt. Dann begeben wir uns noch weiter runter. Okay, das ist ein Bagger. Ich hab schon wieder gedacht, das wäre. Weiß, wäre dann eher die Class 28. Glaube ich. Die hat ja eher so eine Schnauze. Ja, genau, die Class 28.5 war das, glaube ich. Wenn mich recht im Sinne. Schön mit dem Glockenturm, mit dem Glockenläuten, besser gesagt. Leider nicht so hochauflösend. Die Kirche, aber gut. Kommt's ja schon. Ein kleiner, kurzer Zementwagenzug. Er ist auch schon eingefahren. Ich wollte schon mal sagen. Dann steigen wir mal ein und setzen uns hin. Da steht ja noch ein Schild. Limit of Shunt. Sogar beleuchtet. Dann setzen wir uns mal hin. Richtung das Wende auf vorwärts. Zu Bremse auf Fahren, fahren, bis der Druck sich verringert, der Bremsdruck. Wieder 1219 Pfund, wieder 22 Wagen. Selbe Spiel wie im vorherigen Szenario, allerdings war irgendwas hier mit einer Achse, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Rollen wir sogar schon ein bisschen. Sieht alles gut aus. Fahren Sie nach Middlesbrough, sobald Sie bereit sind. Alright, dann AWS und DSD aktivieren. Dann erhöhen wir die Leistung und kommen in die Gänge. Ja, man merkt, wir haben hier Bremsdruck drauf, es geht nicht voran. Bremsdruck erhöht sich. Wir können nichts dagegen tun. Aber der Bremsdruck erhöht sich weiter.
Ich habe das Gefühl, das sollte noch gar nicht passieren, aber gut. Scheinbar ist es schon passiert. Oder liegt es an DSD? Kann natürlich auch sein. Liegt sogar in diesem Fall an DSD. Lull. Aber in der Reihenfolge? Ach, ich weiß warum. Weil wir den Endlevel noch aktivieren müssen. Das war das Problem. Das ist gut, dass ich den Fehler merke und erkenne. Das ist schon mal gut. Ich würde mal sagen, mittlerweile komme ich, würde ich behaupten, mit den British Rail Zügen einzelnen Zugklassen ganz gut klar. So, was die, zumindest was die Knowledge betrifft, um Fehler zu beheben. Das haben wir uns natürlich unnötig lange aufgehalten noch zusätzlich. Aber gut, ist dann halt so. Passiert. Aber wir haben das. Oh, ich habe das Problem lösen können, von daher alles gut. Das ist die Hauptsache, dass wir wieder weiter vorankommen. Sollen wir jetzt über die Tees Rangier. Über einen Ort fahren, über den Tees Rangier Bahnhof ab Güterverbindung. Das darf man nicht vergessen, dass man dann, dass man die AWS nicht nur einfach aktiviert, sondern man muss auch den Führerstand, den AWS-Führerstandwechselschalter nach oben drücken. Schöne Fahrt im Februar, sonniger Februartag, Punktzahl waren 5200, jetzt wo ich es gerade nochmal sehe, endlich mal gemerkt, hätte ich mal nicht vergessen, super. Ach, es ist schon schön hier auf den britischen Strecken. Schau mal, wenn ich in dem Tempo so weiter aufnehme, habe ich dann in 2 Tagen alle Szenarien hier auf der Tieswelle aufgenommen. Noch lange dauern, bis alle draußen sind, aber dann bis wir sicher. Das ist halt im Voraus aufgenommen halt alles. Der geht runter auf 50 Miles per Hour. Ich habe ja nochmal gleich ein Schild und
Dings da, für das wir wissen. Im Moment, es geht runter auf 55 Miles per Hour, danach geht es wieder auf 55 Miles per Hour. Ich erinnere mich an dieser Stelle. War ja auch noch was. Muss man noch ein bisschen weiter, ein bisschen früher runterbremsen. Aber immerhin kommen wir jetzt diesmal hier nicht zum, diesmal nicht zum Stehen. Ist auch schon mal viel wert. Jetzt ist das Signal auch hinten noch nicht rot, sondern gelb. Aber können wir auch leben. Vielleicht aber nochmal runter auf 20 Miles per Hour. Aber wir fahren ja über den Ort rüber, ne? Fucken 15. Dezember müsst ihr jetzt so und so früh mit dem ganzen scheiß Silvesterkack anfangen. Punkte abzubekommen. Und keine Punkte, weil wir zu spät gebremst haben. Müssen wir auch wieder ordentlich beschleunigen, ob wir mehr wieder auf Tempo kommen, weil wir halten jetzt hier gleich wieder. Weil ich so crazy noch nachgebremst habe. Dann kommen wir diesmal nicht runter auf 6 Miles per Hour, sondern nur auf 8. Ist ja auch schon mal was wert. Schon die 15 Miles Power, die würde ich erreichen müssen, weil wir nur fahren dürfen. Dann müssen wir über den Ort rüberfahren, ne? Danach kommt irgendwas anderes noch. Muss noch eine Menge kommen. Wir müssen wir die 5200 Punkte erreichen können. Ich
vollen Lichtern. Ja, passt. Fehlen auch die Leuchte, wunderbar. Ja, dann müssen wir auch langsam kurz mal ins Eisen gehen. Aber nur minimal um die 15 Miles per Hour zu erreichen, dass wir nur ein bisschen weiter runterkommen. Haben wir es, dann können wir auch weiter rollen. Das heißt, wir müssen nicht anhalten. Aber aktuell müssen wir nur hier rüber rollen, müssen noch nichts abstellen. Stellwerk, eine heiße Achse wurde in ihrem Zug entdeckt. Ich leite sie in den Technikhof weiter, bevor es einem größeren Problem wird. Alright. Wunderbar. Dann halten wir am Tees Technikhof. Und dann können wir uns den auch mal angucken. Und so ein wenig anschauen und entdecken. Mal haben wir so noch hin. Zu unserem Haltepunkt. Können wir auch weiter rollen. Auch wenn wir 3 Miles per Hour unter dem Speed Limit so gesehen sind, aber. Wir haben ja keinen Zeitplan. Das ist halt das super schöne, entspannte. Noch weiterhin langsam, habe ich das Gefühl, ne? Vielleicht steht da die 11 Miles per Hour. Das war jetzt, sag ich ja. Können wir ein bisschen nachbeschleunigen, so ein bisschen minimal. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr Leistung geben. Geradeaus und weiter links. Ich glaube, ich bin noch weiter geradeaus, oder? Ne, links. Spannen sie der Technikhof auch wieder nicht aus, wie ich dachte. Ich dachte, es wäre spannender als einfach nur ein Abstellgleis. Konstrukt. Aber nun gut. Wir wissen, wir sollten schon so bei 150 Grad ungefähr anfangen zu bremsen. Schließlich immer noch stärker in die Eisen gehen. Sind das da vorne Stahlspulen? Nee, ist doch was anderes, oder? Stahlspulen sind anders aus.
der Kollege sogar eine Fracht, die wir bisher noch nicht zu Gesicht bekommen haben. Zack, ein paar Punkte, wunderbar. Das heiße Achslager wurde am 5. PCA-Wagen festgestellt. Es muss entfernt werden, bevor der Zug weiterfahren kann. Das heiße Achslager oder der 5. PCA-Wagen? Ich glaube eher das Achslager, ne? Die 15 hinteren Wagen abkoppeln. So. Das müsste dann auch der 5. sein, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Steigen wir hinauf. Jetzt sollen wir dort halten. Heißt, wir fahren geradeaus weiter und fahren danach rückwärts. Bremse. Können wir wieder Leistung geben. Hier war die Richtung. Das ergibt natürlich Sinn, dass wir den kompletten Wagen mitnehmen, den PCA-Wagen. Den hinten anpacken. Wahrscheinlich stellen wir den hinten hin. Und wir lassen den erstmal hier. Dass der quasi repariert werden kann. Und dann nehmen wir die weiteren vorderen vier und koppeln die wieder an. Vermute ich mal. Wie viele Weichen mussten wir? Eine Weiche, zwei Weichen. Wir sind jetzt nur noch fünf Waggons lang. Zusätzlich zu unseren beiden Class 31-1s. Und 81,1 Yard lang. Das hier ist unsere Weiche, die wir gleich wollen. Die gehen wir jetzt raus mit der Leistung und fangen hier mit der ersten Anwendung an zu bremsen. Sollten wir hoffentlich noch weit genug weiter rollen, dass wir sie umändern können. Nein, wir müssen noch ein Stückchen weiter. Das wird nicht reichen. Nochmal bis zum Schatten hier vorne. Sprich bis hier. Sind wir jetzt auch hier rüber, dann können wir diese Weiche umändern, dass er wieder hier rumspringt. Die passt auch. Die da hinten, die passen auch beide. Wunderbar. Dann können wir jetzt eigentlich weiter komplett rückwärts fahren. So, rückwärts gegangen. Bremse lösen. Dann können wir jetzt gleich hier aus dem Fenster schauen. Und rückwärts fahren. Die 300 Yards. Fahren wir zurück, stellen höchstwahrscheinlich den PCA-Wagen, PCA, den vierten, den fünften ab.
muss ich ja relativ gut treffen. Weil wir haben 100 Yards noch übrig. Bis zum ersten 100 Yards, denn wir sind ja auch etwas länger, weniger lang, nicht so lang wie 100 Yards. Hier ungefähr wieder den Bremspunkt. Bremsen uns langsam an. Und bremsen jetzt voll rein. Also eine voll rein meine ich, löse die Bremse jetzt nicht nochmal. Klack, genau, auf 100 Punkte, wunderbar. Dann der hintere Wagen soll abgekuppelt werden, as predicted. Und wenn wir das machen, wird höchstwahrscheinlich dann hier vorne gleich wieder das Rücklicht hängen. Zack, da haben wir es. Und dann koppeln wir wieder an den Originalzug an. Wie bereits vorher gesagt. Und dann fahren wir eventuell damit sogar noch weiter. Und beenden das Ganze. Zeitlich gesehen würde das passen. Dass wir jetzt nicht einfach nur wieder in den Originalzug ankommen, sondern dass wir auch weiterfahren. Das Aussteigen ist nice, nice, nice. Kommen wir jetzt gleich erstmal Richtungswende auf vorwärts. Dann lösen wir den Bremsdruck wieder. Können wir gleich einmal gucken, wobei nee, das sind ja das nächste Mal Einrastfunktion, wir müssen da langsam ranfahren. Das Ganze wieder manuell ankoppeln. Können wir nochmal gucken, während wir die Bremsen hier aufladen. Wir müssen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Weichen. Nee. Fünf Weichen, die fünfte Weiche ist unsere Weiche. Hier mal wieder Leistung. Oben fährt ein Bus entlang. Aber das so ein Mission ist halt auch schön. Ne? Da hat man halt so den Aspekt des Fahrens, aber halt auch so den kleinen Aspekt des Rangierens mit drin. In dem Szenario. So, da haben wir Weiche Nummer 1. Weiche Nummer 2. Weiche Nummer 3, Weiche Nummer 4 und Weiche Nummer 5. Und dann müssten wir Nummer die nehmen, genau. Nummer 3. Nummer 4. Und Weiche Nummer 5. Nehmen wir Leistung raus und halten wieder ungefähr beim Schatten an. Stärker in die Eisen. Schauen wieder auf den Streckenplan. Die Weiche brauchen wir hier, die muss umgeändert werden und diese passt, die passt auch. Dann können wir ja wieder den Rückwärtsgang aufsuchen, die Bremse lösen. Das Fenster ist nach unten weggeklappt, wunderbar. Da war, bis der Bremsdruck gründlich verringert hat. Und fahren dann rückwärts und koppeln die vier Wagen, die wir jetzt haben, an die restlichen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Nicht 19, an die restlichen 15 an.
Müssen wir nicht allzu schnell machen. Wir müssen ungefähr auf den Schatten achten. Vom hinteren Waggon und dann rechtzeitig abzubremsen. Quasi jetzt in diesem Fall den Bremspunkt auf die Entfernung abschätzen. Jetzt haben wir auch gleich den anderen Schatten, der Waggon ist wunderbar. Können wir, glaube ich, jetzt langsam reinbremsen. Passt das? Ah. Das könnte sogar perfekt gepasst haben. Das ist der Wahnsinn. Als ob es so geplant gewesen wäre. Also da war der Bremspunkt echt perfekt getroffen. Und dann packen wir das Ding wieder hinten an. Und koppeln alle Wagen ab. Okay. Das überrascht mich jetzt doch etwas. Aber wahrscheinlich warten wir, bis es mal repariert wird. Um nach Middlesbrough weiterzufahren, müssen sie erst zurück zum Tees Rangierbahnhof. Und jetzt sind wir so auf die andere Seite, das sage ich euch. Erfolgreicher Vorschlag zum Punkt. Wenden Sie die Lokomotiven und fahren Sie an das andere Ende des Zuges. Aha. I see. Denn da sollen wir jetzt rüberfahren oder was, über meinen Ort fahren, genau. Heißt, wir überfahren die zweite Dings ist unsere, die zweite Weiche. Müssen wir erstmal mit den Bremsen. Und warten, bis der Bremsdruck sich verringert hat. Dann können wir ja noch rüber über die zweite Weiche, beziehungsweise die erste Weiche ist unsere, ne? Die erste Weiche ist unsere. Die erste Weiche ist unsere, die wir dann gleich haben wollen. Jetzt auch hier wieder bremsen. Das ist zu früh. Alter, viel zu früh. Jetzt könnte das passen. Soll ich nicht, weil nicht hier raus. Dann fahren wir das Ganze hier erstmal runter. Ich muss Wende aus. Und gehen auf die andere Seite. Den Generalschlüssel vergessen, fällt mir gerade auf.
Einschusslauf aus. Zu. Und jetzt das Ganze hier nochmal. Setzen uns hin. Generalschlüssel ein. Bringt uns wieder vorwärts. Bremsen lösen. Den Bremsstock verringern lassen. Dann ist natürlich auch in diesem Fall die erste Weiche unsere. Schon mal umgestellt und warten noch, bis der Bremsen sich wieder verringert. Können wir uns wieder Leistung geben und fahren an den 19 Waggons vorbei. Und koppeln wir hinten wieder an. Die beiden haben wir jetzt ein Dings gedingt haben. Ja, da vorne das Ankoppeln. Wir sind bei 4260 Punkten. Fürs Ankoppeln bekommen wir nochmal 250 Punkte, glaube ich. Das sind bei 4500 und dann fehlen uns nur noch 1200 Punkte, kommt das? Nee, gar nicht wahr. 750 Punkte. Langsam, ganz langsam zum roten Signal. Sind wir schon drüben? Tatsache, sind wir schon drüben. Wunderbar, dann dasselbe Spiel hier nochmal. Wir fahren das Ganze hier wieder runter. Generalschlüssel aus. Setzen. Starten den Zug auch hier hinten wieder. Vielleicht den Zug auch hier wieder vor, nur um anzukoppeln. Aber es ist halt angenehmer als jetzt, als wenn wir das jetzt alles rückwärts machen. Mit den Waggons, gut, ging das halt nicht anders, aber war es halt am besten fast noch. Wo kann man es noch machen, sagen wir es mal so, aber hier, wenn man jetzt hier doch schon deutlich mehr sehen kann, machen wir es nochmal so, richten wir es dann auf vorwärts. Überladen. Wir können in diesem Fall auch mal AWS und DSD deaktivieren. Das können wir dann ganz, Ganze können wir dann wieder aktivieren, wenn wir auf der anderen Seite sind, wenn wir wieder in die richtige Richtung fahren. Fahren wir schließlich gleich nochmal ungefähr 2 Meilen zurück zum Tees Valley, zum Tees Rangierbahnhof. Dann können wir wieder Leistung geben und an die Wagen ankoppeln. Bei dem Tempo kann man wahrscheinlich anfangen zu bremsen bei 30 Yards. Das weiß ich anhalten, wobei der Bremsdruck, der ballert hier gerade gut rein.
auch wieder warum, glaube ich. Deswegen vielleicht. Wenn wir es gelegen haben, lösen wir das Ganze nochmal. Dann können wir, denke ich mal, jetzt noch nicht, das war noch viel zu früh, gut zu wissen. Das ist ein komplett anderes Verhalten, jetzt wieder nur mit den zwei Class 31s. Das müsste ungefähr passen. Das passt wunderbar. Jetzt haben wir, okay, das sind nur 0,9 Meilen, aber gut, dann sind es nur 0,9 Meilen. Dann zur Bremse wieder auf herunterfahren. Richtungswender auf aus. Generalschlüssel aus. Tür wieder zu und gehen wieder vorne hin in die vordere Class 31. Und weil wir es können, aktivieren wir jetzt auch noch mal hier bei. Lohnt sich das? Gucken wir mal, lohnt sich das? Nee, das lohnt sich nicht. Dann lassen wir das erst mit dem Zugsicherungssystem, machen sie jetzt nicht. Aktivieren wir sie jetzt nicht, obwohl wir es prinzipiell könnten, aber wozu, ist ja nur ein Stop. So, der Bremsstopp ist weg. Boah, ja, was ist weg? Stark verringert. Können wir schon mal wieder ein bisschen Leistung geben. Wobei, wir warten mal, bis er komplett weg ist. Sicher ist sicher. Also, wirklich gut vorankommen können und nicht wieder ständig doch noch irgendwie abgebremst werden. Und dann halten wir gleich am Thies Rangierbahnhof. So baut es hier ganz gut wieder auf. Na, okay, das Szenario hier beendet. Wir bekommen noch 500 Punkte. Das heißt, wir sind dann höchstwahrscheinlich ganz gut. Ja, wir waren halt zu häufig zu schnell. Dadurch haben wir natürlich auch wieder gut Punkte liegen lassen. Ich glaube, wir bekommen nicht mehr 160 Punkte. Die wir bräuchten prinzipiell für die Goldmedaille. Aber ich sag mal so, wenn wir vor dem Halt 4700 Punkte haben, kriegen wir die Goldmedaille. Wenn wir vor dem Halt, also in 0,7 Meilen, nicht die 4700 Punkte Marke knacken, wird das auch nichts mit der Goldmedaille. Die Leistung wieder raus. Nicht so super ist, weil wir halt auf den Bremsstock haben irgendwie. Lösen wir den nochmal. Das heißt, verringern wir den Bremsdruck so. Dann werden wir die Zugbremse lösen. Zusätzlich nochmal.
Ah nee, das wird nichts. Das müssen wir. Wir müssen, wenn wir die Gruppenseite nochmal haben wollen, müssen wir das wieder normal fahren. Schade, knappes Ding hier wieder. Aber diesmal wirklich knapp. Da fehlt diesmal echt nicht viel. Und da wird, beziehungsweise um es noch für den aktuellen Moment besser zu formulieren, da wird nicht viel gefehlt haben. Aber wir werden jetzt nicht vier weitere Punkte bekommen. Von daher war es das leider keine Goldmedaille. Im Tankwagen-Ärger-Szenario. Aber das heißt, oh gut, dass wir es verbessern können, war klar, wir haben halt Geschwindigkeitsüberschreitungen gehabt. Aber dann kann man das halt irgendwann nochmal verbessern. So ungefähr 1000 Yards, glaube ich, Punkte. Kommt das hin? Kann, glaube ich, ein bisschen kommen. Also wenn gleich bei 5130 Punkten läuft, fehlen uns 70 Punkte für die Goldmedaille. Schauen wir gleich nochmal nach, nachdem wir die Auswertung in unseren Händen halten, welches Szenario uns auf der Tees Valley Line als nächste Herausforderung erwartet. Da haben wir natürlich wieder ordentlich Gewicht, was wir auch runterbremsen müssen, von daher die Bremskurve und der Bremspunkt hat auch wieder ein anderer, wieder kurz von der Punkte, wunderbar. All dieses Rangieren hat den Zug die Strecke nach Middlesbrough gekostet, halten sie hier die Stellung, bis eine andere Strecke zugewiesen werden kann. Tankwagen Ärger. Oh, doch noch eine Goldmedaille bekommen, geil. Oh, krass. Haben wir 500 Punkte bekommen dafür, dass wir das Szenario abgeschlossen haben, oder wie? Damit sind wir ein Level weiter nach oben gestiegen. Wir sind jetzt Level 32. Level 8 auf der Tees Valley Line, Level 5 in der Class 31. Wir haben 51¾ Minuten benötigt für 6,5 Meilen, haben wir zurückgelegt. Wir sind sogar fast eine Meile gelaufen. Wir bekommen 5630 Punkte und eine Goldmedaille. Und das nächste Mal auf der Tees Valley Line fahren wir die Mission Letzte Rettung. Helfen Sie bei einer blockierten Stahllieferung, indem Sie eine alternative Zugkraft für einen Zug aus Leckenby bereitstellen. Wieder mit der Class 31. Und 65 Minuten soll das Ganze dauern. 8.500 Punkte für die Goldmedaille, wieder Schwierigkeit 4 von 5. Ich bin sehr gespannt auf das Szenario. Ich hoffe, dir hat dieses Video zu Trains and World 2 auf der Tees Valley Line gefallen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder weitergeht bei einem neuen Video zu Trains and World 2.